Wir sind jetzt zurück von unserem Tauchgang, oder besser gesagt meinem Tauchgang. Sitzen jetzt da hinten in der Bar drinne und haben einen kleinen Snack und was zu trinken und warten auf unseren Guide, der uns für morgen hoffentlich so ziemlich alles erklärt, beziehungsweise für die nächsten 8 Tage, wo wir langfahren können mit den Kajaks, wo wir campen können, an welchen Strand wir halt machen können und wo wir schnorcheln gehen können. Der müsste eigentlich jetzt auch dann gleich kommen in einer halben Stunde. So, where are you guys from? Germany. Germany, nice. Beige and legs. Perfect. So guys, let me open up these maps and introduce you to Ali. Quick overview, Nico Bay, and then Cap de Blue Devils. Then it's gonna be Rissom, and then Cap de Blue Devils again. Wir haben unser Briefing erfolgreich bekommen, haben alles besprochen. Der Guide war super nett und hat uns alles ganz genau erklärt, wo wir langfahren müssen mit den Kajaks und wo wir anhalten können und alles. Und jetzt sitzen wir noch beim Abendessen gemütlich. Die letzte halbwegs vernünftige Portion für die nächsten 8 Tage, wenn wir dann nur noch Reis und Instant-Nudeln und sämtliches Zeug kochen können auf der Tour. Und ja, jetzt lassen wir den Abend noch ausklingen und morgen geht's dann ab aufs hohe Meer mit den Kajaks. Guten Morgen. Der große Tag ist gekommen, jetzt geht's endlich auf Kajaktour für 8 Tage lang. Wir sind schon richtig gespannt und ein bisschen nervös mit Zelt und Campingkocher und allem drum und dran. Ja, mal schauen, was uns erwartet. Wir sind jetzt ein bisschen in Eile. Bisschen zu spät, aber wir werden es schon schaffen. Wir haben gerade unseren Haupteinkauf für die Kajaktour gemacht. Es fehlt uns eigentlich nur noch Sunscreen und so ein Moskitospray. Problem ist jetzt nur, dass die ganzen Drogeriemärkte irgendwie heute geschlossen haben und wir gerade keine Ahnung haben, wo wir das herbekommen. Unser Guide ist jetzt gerade mal am Rumfragen und ja, mal schauen. Irgendwo werden wir schon besorgen, damit es dann endlich mal losgehen kann. Then for Peninsula Beach, as you guys anchor on the sand flats and attach your kayaks together, I recommend you use your surf leash and wrap it onto a tree and attach it. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben unsere Kajaks gepackt, haben eigentlich ziemlich alles runterbekommen und jetzt sind wir an unserem ersten Stopp angekommen. Disney Bay. Und da drüben gibt es so einen kleinen Tunnel. Da kann man zu einem Seetauchen. Ja, zu einem Seetauchen. Schnorcheln. Schauen wir uns das mal an. Ersten Schnorchelgang erfolgreich beendet. Der Tunnel war ziemlich, naja, ziemlich eng teilweise, gerade jetzt auf dem Rückweg, wo das Wasser wiederkommt, wurde es gerade schon eng. Melanie ist bereits da vorne. Und schaut euch mal diese Gegend an. Ist das nicht cool? Ist eigentlich schon ziemlich geil. Und die ganzen Felsen da vollkommen unterwaschen, ausgewaschen da unten drin. Richtig geil. Wir haben jetzt einen Stopp eingelegt zum Mittagessen und jetzt gibt es bei uns lecker hier auf dem Campingkocher. Was ist denn das überhaupt? Porridge. Porridge, so, ja. Porridge. Art. Grießbrei. Grießbrei, irgend sowas in der Art. Da unten stehen unsere 2 Kajaks.
da, genau, irgendwo, da. Und eine kleine Aussicht aufs Meer. Danach haben wir noch ungefähr eine Stunde Fahrt vor uns. Und ja, dann haben wir es eigentlich schon geschafft für den ersten Tag. Bisher lief es relativ gut. Sind zwar langsam vorangekommen, aber es lief gut. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen an unserem ersten Schlafplatz. Und das ist die Aussicht. Ist definitiv kein Luxusurlaub. Camping pur, Wildnis pur. Aber es ist richtig geil. So, wir werden jetzt mal versuchen, unser Zelt aufzubauen. Guten Morgen. So, wir haben jetzt unsere erste Nacht hier in dem wunderschönen Zelt überstanden. Ich fand es fürchterlich. Wir sind ständig wach geworden. Wir haben zuerst die Plane nicht drüber gemacht, weil es so warm war. Und dann hat uns natürlich ein Regenschauer überrascht. Dann haben wir sie drüber geschmissen, dann war es uns zu warm, haben wir sie wieder abgemacht. Und dann hat es die Nacht auch noch schön gewittert. Also ich habe gefühlt gar nicht geschlafen. Und Ricardo liegt immer noch im Bettchen. Jetzt werden wir uns Frühstück machen und dann unsere Tour weiter fortsetzen.